Busfahren ist seine große Leidenschaft. Seit November 2017 ist Nikolai Naumow aus Saratow in Russland hier in München auf Linie unterwegs. Als MVG-Fahrer wurde er im Rahmen eines langfristig angelegten Kooperationsprojekts ausgebildet. Mir gefällt es gut. Also ich habe in Russland auch als Busfahrer gearbeitet und ich habe schon lange Zeit verstanden, dass diese Arbeit gefällt mir sehr und das ist Wunscharbeit, Traumberuf. Nach einer Pilotphase ist das Kooperationsprojekt jetzt im Juni im Regelbetrieb angelaufen. 7 Teilnehmer haben die Fahrerausbildung bereits erfolgreich abgeschlossen. Sie sind heute feste Mitarbeiter der MVG und bringen täglich Fahrgäste an ihr Ziel. 9 Fahrerinnen und Fahrer absolvieren aktuell die Qualifizierung. Stück für Stück wollen die SWM und die MVG nun noch mehr Migranten und anerkannte Flüchtlinge in das Projekt integrieren. Das gelingt, weil wir merken, dass wir Leute finden, denen eine die von uns in Aussicht gestellte berufliche Perspektive, nämlich sozusagen auch wirklich unbefristet bei uns übernommen zu werden, eine unglaubliche Motivation verschafft hat. Die Ausbildungszeit von 3 bis 4 Monaten ist überschaubar auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite brauchen wir aufgrund des Stadtwachstums dringend neue Fahrerinnen und Fahrer, um die Fahrgäste vernünftig befördern zu können. Und da sind das natürlich willkommene neue Kolleginnen und Kollegen. Unterstützt wird das Integrationsprojekt auch vom Jobcenter München und von den beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft, kurz BFZ. Und so funktioniert es für Interessierte. Ich melde mich beim Jobcenter und bespreche mit meinem jeweiligen Arbeitsvermittler, dass ich an dem Projekt teilnehmen möchte. Das Jobcenter trifft die Vorauswahl, ein anschließendes Assessment mit dem Bildungsträger, dem BFZ. Gemeinsam werden dann Fachkundige bzw. die Personen ausgesucht, die an dem Projekt teilnehmen können. Es gibt gewisse gesundheitliche, es gibt kognitive Voraussetzungen, es gibt sprachliche Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Grundsätzlich kann daran jeder teilnehmen, der teilnehmen möchte. Das Schöne ist ja auch das Miteinander, das wir hier in München pflegen. Und deswegen freue ich mich auch, dass die geflüchteten Menschen über diesen Weg ein Teil der Stadtgesellschaft werden. Und wir uns ja auch den Menschen dann anvertrauen, wenn wir in den Bus steigen. Mohammad Omar Yusgatli flüchtete vor 4 Jahren aus Syrien. Seit November vergangenen Jahres ist er U-Bahn-Fahrer bei der MVG. Ein Beruf, der ihm sehr viel Spaß macht. Das ist super eigentlich. Hauptsache, dass wir unseren Dienst eingeben können. Das, zum Beispiel, da gebe ich immer Spätdienst ein und läuft alles super bis jetzt. Also besonders mit der Kollegin eigentlich, beziehungsweise der Leitstelle, die spricht man jetzt. Und ja, läuft alles super, Gott sei Dank. 2 Phasen hat das Integrationsprojekt seit Mai 2017 bereits erfolgreich durchlaufen. Nun steht die 3. Runde mit weiteren 20 Teilnehmern am Start.